Die letzten zwei Wochen sahen richtig gut aus für Eintracht Norderstedt und Nick Nürnberger. 2 Siege zu 0, das ist mal ein Statement vom etatmäßigen Ersatzkeeper, der weiter den verletzten Johannes Höcker ersetzt. Heute nun soll also der 3. Sieg in Folge her und das im Derby gegen die U23 des FC St. Pauli. Norderstedt in Rot nicht feldüberlegen, dafür brandgefährlich. Felix Trinkgut mit dieser ersten guten Gelegenheit. Und der Kurs ging weiter klar Richtung Tor der Gäste. Juri Marksen und dann Sinisa Veselinovic verfehlt aus 5 Metern. Normalerweise macht er den mit der Sonnenbrille ganz easy rein. Hier hat er nicht die Zielstrebigkeit. Doch alle guten Dinge sind ja bekanntlich 3. Jordan Brown bekommt hier die Beine von Carstens weggerissen. Schiedsrichter Malte Götzsch zögert keine Sekunde und zeigt auf den Punkt. Ein plumpes Einsteigen von Florian Carstens, die Folge der berechtigte Elfmeter. Trinkgut macht's und Trinkgut macht's sicher. Die Norderstedter Führung erhält das Prädikat hoch verdient. Elfmeter, normalerweise ist das Veselinovic Paradedisziplin. Nur Trinkgut macht's hier ebenso sicher wie souverän. Und auch Keeper Nick Nürnberger freut sich. Wir hören mal rein. Und apropos Nürnberger, der steht jetzt im Fokus. Angriff Pauli, Conte ist durch, Conte fällt im Strafraum und der Schiedsrichter entscheidet erneut auf Strafstoß. Nur 7 Minuten später, Nürnberger beschwert sich, die Berührung sei zu minimal. Das Ganze können wir in der Einstellung nicht wirklich auflösen. Demnach haben wir einfach mal Verteidiger Juri Marksen nach dem Spiel gefragt, wie er dann diese Aktion erlebt hat. Ja, ich denke, der Stürmer ist einfach sehr schnell, kriegt noch den Fuß am Ball und ich glaube, unser Torhüter erwischt ihn auch ein bisschen. Ich denke, als Stürmer würde ich das vielleicht auch annehmen. Ich glaube, das war ähnlich wie beim 1-0 bei unserem Ding, einfach beides Elfmeter und geht so in Ordnung. Das Duell heißt also Koglin gegen Nürnberger. Koglin 1-1! Brian Koglin mit dem Ausgleich, der Innenverteidiger, der schon 4-mal für die Profis der Kiezkicker in Liga 2 auf dem Platz stand, mit dem sicheren Strafstoß. Die Stimmung also auch top auf den Rängen und aus Pauli-Sicht konnte sie auch in Halbzeit 2 weiter gut bleiben. Langer Ball in den Fuß von Sirlot Conte und der lupft überragend zum 1-2. Der Kapitän zaubert die Boys in Brown erneut in Führung. Das ist eine überragende Technik. Der ist maßgeschneidert unter die Latte. Und Conte feierte jetzt eine Party. Nur wenige Minuten später Kovacic auf Sirlot Conte. 1-3. Norderstedt fällt jetzt auseinander und Conte hat einfach Rhythmus und Dynamik. Das sind die Saisontreffer 3 und 4. Und so nahm das Norderstedter Übel seinen Lauf. Nick Nürnberger bekommt den Ball. Sie ahnen es, der Trick klappt nicht. 1-4. Torschütze ist Jan-Marc Schneider. Was für ein Riesenbock von Nick Nürnberger, der sich bislang eigentlich nicht zu Schulden kommen lassen hat. Hier spielt er mit dem Feuer und verbrennt sich die Finger. Eine Art stückweite Wiedergutmachung gab es dann aber doch noch für ihn beim Abschluss von Robin Meissner kurz vor Schluss. Untermauert Nürnberger die eigentlich gute Performance seiner letzten beiden Spiele. Die Enttäuschung jedoch ist nicht nur bei ihm richtig groß. Die Berg- und Talfahrt geht ungebremst weiter. Juri Marksen hat das Fazit. Ja, was fehlte heute? Ich denke, was einfach da war, waren diese individuellen Fehler, die eben zu den Gegentoren und auch zu anderen Chancen für St. Pauli geführt haben. Das müssen wir eben abstellen. Und ja, zum Thema Nick, ganz klar, super Torhüter. Und heute hat er eben einen schlechten Tag gehabt. Letztes Mal hat er einen guten Tag gehabt. Das ist passiert.
diese Fehler müssen wir allesamt abstellen, nicht nur er und auch alle anderen, die Fehler gemacht haben, müssen da eben gucken, wo, was kann ich besser machen. Und andererseits können wir uns auch eben überlegen, was haben wir eh gut gemacht und was wollen wir fürs nächste Spiel genauso umsetzen. Trainer Dakaine muss nun also erneut Aufbauarbeit betreiben. Am kommenden Samstag geht's dann zum 5. nach Hannover.